Das war jetzt... Ich habe jetzt... Ja, falls ihr euch daran erinnert, normalerweise haben diese Heavy Laser, die normalen Standardlaser, ja nur einen Energieverbrauch. Da das aber einer ist, der durch Schilde knallen kann, verbraucht er natürlich zwei. Jetzt hätte ich mal ein Feuer überlegen sollen. Ach komm, wir geben das direkt aus in bessere Sensoren. Da schießen sie mir Leute, wen sind alles weiter kaputt? Kann schon hier. Ich könnte doch da, nach da, nach da, nach hier. Aber ich glaube nicht, warte mal. Nach hier springen, dann sind die schon hier. Nach da springen, nee, das ist zu knapp. Wir können auch hier springen, müssen dann schon runter und raus. Schade, schade, schade. Ja, die hätten wir irgendwas upgraden können, aber ich habe natürlich gar keine Ressourcen gehabt. Attack the Slaver Scum! Ich glaube, nächstes Mal schieße ich durch. Ah, wenigstens kriegen wir ein bisschen Skill. So, bing! Dann der Laser, so. Bäh. Ah, jetzt machen die nichts mehr. Machen Antrieb kaputt. Wir können uns Willow mitnehmen. Nö. Einfach mit dem einfachen Wort nö. Das ist die Plan B-Variante. Und das ist eigentlich ziemlich pervers. Wenn ich überlege, dass ich ein Schild einfach durchschießen kann und zwei Schaden danach mache, ist das in der Kombination, wenn man sich überlegt, dass das Ding nur, in Anführungsstrichen nur zwei Energie kostet. Ist ja schon ziemlich tough. Ne, ne, wir nehmen was mit und wir kriegen eine Boarding Drone. Das ist doch nice. Jetzt können wir nicht nur die Gegner mit der Feuerdrohne behaken, wenn wir eine Energie dafür hätten, sondern wir könnten sie auch mit der Boarding Drohne beglücken und zuwerfen. Oh nein! Door-Systeme, Door-Systeme. Wollen wir eine Door-Systeme haben jetzt? Wollen wir oder nicht? Wollen wir. Natürlich wollen wir. Nee, weil mich das einfach nervt. Ja, also nervt mich einfach, dass hier ständig Leute auf meinem Schiff rumlaufen können, wie sie lustig sind. Warte mal, welches System fällt hier unten an eigentlich? Fällt mir gerade mal ein. Warte mal, also wir haben normalerweise immer... ja, ist das schön. Gut. Also, ne? Hier. Piloting. Ist da. Gut. Sensoren sind da. Das ist auch da. Und dann fehlt... was ist das Letzte? Ich habe so oft für die FTL gespielt. Meinst du, ich könnte jetzt mich daran erinnern, was das war? Hacking war hier oben mit bei. Komme ich bestimmt noch drauf. Spätestens wird mir irgendeiner anbietet. Vielleicht, warte mal, hat der Store vielleicht das Ding zufällig? Aber cooler Crew-Teleporter wäre auch nicht wirklich verkehrt. Ah, jetzt kann ich mir eh nicht mehr kaufen. Es sei denn, ich vertacke jetzt jede Menge hier. Wie viel ist das Ding wert? Also, ich könnte mir einen holen. Aber der Burst Laser ist ziemlich tougher eigentlich. Schwierig. Bei dem Ding bin ich mir sehr unsicher, ob ich das jemals brauchen werde. Der schießt jedes Mal, also der schießt alle 14 Sekunden und tut quasi jedes Mal... Also ich nehme an, er fängt mit Ionen-Damage, steht ja auch mit 1 an und dann beim dritten Schuss hat er als Stärke 4 Ionen-Schaden. Aber ich denke mir, das ist Blödsinn. Eigentlich, oder? Ich meine, das System ausschalten, das wird ziemlich lang dauern, bis das nochmal was schießen darf. Aber zum Beispiel Schilder durchschießen, da kann ich nur ein Layer vom Schild, glaube ich, nur wegmachen. Ich müsste es einfach ausprobieren. Hier, Feuerbombe, gehen wir gerade raus. Ne. Nur damit wir das hier mal gelöst haben, das Rätsel hier, weil mich interessiert das einfach mal, weil ist ja auch mal wichtig, sowas zu haben, nicht? Also die Information darüber ist wichtig zu haben. Also machen wir den Burst Laser mal aus, machen den hier an und dann schießen wir mit dem Ding da. Ja, genau, machen wir das mal. Oh, wait! Was habe ich getan?
Ich habe ganz vergessen. Ah, ich Idiot. Ich habe doch ganz vergessen, dass ich noch raus muss aus dem System. Okay, jetzt können wir es ausprobieren. Oh Mist, jetzt sollten wir es schnell ausprobieren. Sobald er mal darauf geschossen hat. Oh, das war gut. Eben gefeuert, das ist doof. Komm, Junge, schieß schneller. Ah, der braucht jedes Mal so... Ah, ich habe mir immer Löcher in meinen Rumpf. Oh! Ich nehme alles zurück und behaupte ab jetzt nur noch das Gegenteil. Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Der hat zwei Schilder auf einmal weggenatzt. Wow! Ja, das gleiche Spiel müssen wir jetzt nochmal schaffen. Nein, nicht da drauf. Vom Chain Laser, Chain Dingenskirchen. Also, oder ich habe mich gerade völlig verguckt, aber ich werde das Ding auf jeden Fall gleich nochmal richtig probieren. Weil das wäre ja krass, wenn das Ding auf einmal beim Endkampf zum Beispiel den kompletten Viererschild einfach one-shotten könnte. Oh, das wäre jetzt Blödsinn von mir gewesen. Die sterben gerade fies vor sich hin. Okay. Aber es könnte sein, dass der noch nicht voll war gerade. Und dass ich quasi... ich muss es ausprobieren. Bleibt mir alles übrig. Hier. Ich fliege zum Rock-Territorium. Oh nein, es wird brennen oder was? Oh, wir haben... Ah, habe ich gar nicht gesehen. Da haben wir jemanden an Bord, der uns das Schiff kaputt haut hier gerade. Helft dir mal bitte einer. Du reparierst hier schon mal das Loch. So, du heilst dich schon mal. Ja, Dinge, die man eben nicht beachtet. Tja, ich warte einfach nur darauf, die geheilt werden, deswegen rede ich gerade nichts. Weil, man muss ja nicht immer alles hier erzählen und Zeug blubbern. So, jetzt hauen wir aber ab. Store, ja, bringt ja nichts. Aber im nächsten Kampf muss ich mal genau hingucken, was passiert. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil das könnte ja ganze Schlachten entscheiden. Nicht nur eine, sondern viele. Vor allem die wichtigste. Die letzte nämlich. Ja, ey, das ist ja wunderbar. Du schießt jetzt erstmal drauf das Schild. Ich will gucken, wie jetzt genau funktioniert. Ob ich damit mehrere Schildlagen auch wegknallen kann. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass ich das kann. Und sobald der die Möglichkeit hat, schießt er einfach mit dem Bla-Laser da drauf und macht. Natürlich. Jetzt wurde es wichtig gewesen, Junge. Ah, resistet. Gut. Endlich tut sich auch mal diese Plattenpanzerung garantieren für irgendwas. Na komm, wird fertig. Aber Feuer haben wir trotzdem hier reingekriegt. Hier machen wir es mal aus sofort. Okay, jetzt Stärke 4 weg. So, jetzt müssen wir, ich will jetzt nur gucken, was passiert, wenn der Stärke 4 auf ein komplett ausgebautes, also komplett aufgeladenes Zweierfeld läuft. Und? Wow. Das ist absolut krass. Oh, du gehst sofort hier hoch und reparierst das Schild. Nicht du. Weil damit kann man ja wirklich Gegner absolut im, wie sagt man, Stunlock? Naja, auf jeden Fall in